So, ihr Hübschen. Was ist hier los? Nee, das war der falsche Anfang. So, wo finde ich jetzt hier die Ballons? Okay, die sind markiert. Vielleicht. Mach mal die Map. Sind die Ballons markiert auf dem Map? Nee, wahrscheinlich nicht, ne? Ach, da ist ein Ballon. Okay, warte. Lass die Ballons über den Mauer von Hockmies platzen. Hör auf damit. Die sind ja viel zu hoch. Da hinten ist noch einer. Peggy, WB. Die sind ja viel zu hoch. Ich bin ja gar nicht dran. Und runterziehen geht ja auch nicht, weil ich ja nicht rankomme. Lass ich die jetzt platzen. Flo, denk nach. Ja. Okay, der sollte kein Problem sein. Vielleicht sollte ich aber auch meinen Besen nehmen. Aber ich darf hier doch gar nicht fliegen, oder? Warte, ach, der ist direkt über mir. Protego! Lauf damit. Ach, hier darf ich doch fliegen? Okay. Kann ich da auch einfach gegenfliegen? Ja, okay. Einfach nur gegen. Hui! Das gibt Ärger, weil ich fliegen bin. Ich will auch so einen Besen haben. So. Da ist noch einer. Konfetti. Achso, ja, genau. Das könnte man eigentlich auch machen. Konfettikanone, ne? Aber da müsste man schauen. Man müsste halt gucken, ne? Konfettikanone wäre es fürs Glücksfall auch nicht schlecht. Oder ich bereite wieder Konfetti vor. Okay, das sind aber, das ist doch nicht Hogsmeade mehr. Nee. Okay, die soll wieder zurück. Kannst du so blöd gucken? So. Oh, vielleicht weiter runter. Zap, zap. Gut, da gehen wir zu Fuß ruhig hin. Gegebenenfalls vielleicht noch mal was finden. Irgendwann hat sich das natürlich erledigt, weil man dann halt die Stellen schon sehr oft abgegangen ist, ne? Ja, okay. Ja, so. Na komm, droppen wir mal hier so ein Ding. Oh, haben wir das auch mal wieder gemacht? Pilze auch mehr als genug, ne? Also, was heißt mehr als genug? Wahrscheinlich nicht. Ja, durch den Wald da hinten ist es schon spannender, ne? So zu wandern. Was macht ihr hier? Hier wird nicht geraucht. An seinen
seinem Schuh bemerkt und wollte keinen Schritt mehr machen, bis ein Hauself ihn wegpoliert hat. Was für ein schrecklicher Mann. Polier dich auch gleich weg. Dieser Ort hat schon bessere Tage gesehen. Ja, zeig mal her. Ach, hier waren wir aber auch schon mal, ne? Bin ich der... Doch, das hatten wir doch schon mal weggejagt, hier die Ecke. Ja, doch, hier waren wir schon mal. Ach, die Kisten kommen neu, okay. Okay, da nicht lang. Ich finde diese Melodien immer so wunderschön. Finde ich die. 2400 Likes. Dankeschön, Kira. Vielen, vielen lieben Dank. Bis 3000 geht, dann kriegst du Sperre. Oh, ein Nusshörnchen. Können wir hier auch lang? Nee, lieber nicht. Oh, jetzt hätte ich so richtig Bock auf Nusshörnchen. Kennt ihr diese Nusshörnchen? Oh, lecker. Oh, so ein schönes Schweineohr. Mm. Jetzt habe ich Eis, jetzt habe ich Bock auf was anderes. Toll. Naja, auch Bock auf Eis. Darf ich hier fliegen? Dann fliegen wir das Stück mal. Doch locker Ärger. Ui. Nummer 1. 5 auch hier, ne? Ja. Er hat ihn versteckt. Einen brauchen wir noch. Da. Großartig. Zap, zarab. Das ist ein Luftballonsplatz. ...2900. Tschüss! Nein, das ist nicht B. Oh ne, diese Tür. Oha, wie schnell ging denn die auf? Da muss ich aber gar nicht hin. Super. Treppe. Wie kommen Sie mit den Aufgaben zurecht? Ja, super. Ist hier irgendwas? Sehr geehrter Herr Gogova, wunderbare Neuigkeiten, dass Sie den Lehrkörper von Hogwarts als unsere neue Fluglehrerin
beitreten werden. Ich wage zu behaupten, dass unsere gemeinsame Arbeit in Hogwarts weniger ereignisreich sein wird, als unsere Zeit an Heffen von Yokohana. Aber man weiß ja nie. Ich freue mich darauf, Sie bald wiederzusehen. Sollten Sie in der Zwischenzeit Fragen haben, zögern Sie bitte nicht, mir eine Eule zu schicken. Man kennt's. Herzliche Grüße, Weasley. Matilda. Matilda ist ein schöner Name, finde ich übrigens. Siehst du, verkaufen machen wir gleich. Verkaufen wollte ich. Madame Kogawa, ich habe Ihre Aufgabenliste abgearbeitet. Wunderbar. Ich nehme an, Sie sind mittlerweile besser mit Ihrem Besen vertraut. Aber hallo. Ja, Professor. Das freut mich. Machen Sie weiter so. Vielleicht kommen Sie eines Tages in die Quidditch-Mannschaft. Hm. Falls Black Quidditch jemals wieder erlaubt. Nun, da diese Aufgaben erledigt sind, beginnen wir. Glacius. Achten Sie auf Ihren Zauberstab. Ich achte immer auf meinen Zauberstab. Die noch. Glacius. Sehr gut. Sie sollten Ihren neuen Zauberspruch hier in meinem Büro üben, ehe Sie ihn auf die Welt loslassen. Wir machen hier gerade erstmal wieder Dings rein. Achso, haben wir ja schon. Und für Ringo. Habe ich den noch nicht frei? Ne, zwei habe ich nur, okay. Ja, dann setzen wir den mal dahin. Erst einmal. Ja. Das bleibt so. Dann haben wir den. Friert Gegner ein und erhöht den Schaden, den sie durch Folgeangriffe erleiden. Das finde ich ja cool. Das dachte ich ja vorhin mit dem. Aber vielleicht war der auch zu groß, um den... Weiß ich nicht. Vielleicht. Das macht, denke ich mal, später auch Sinn, oder? Ja, nee. Also hier oben kann schon, glaube ich, so gemischt sein. Ne? Hier sollte, glaube ich, so gelb, blau, grün sowas sein. Ne? Das, glaube ich, das macht später denn mehr Sinn. Schauen wir mal. Auf jeden Fall haben wir den jetzt auf 3 gesetzt. Bitte, Sie lernen schnell. Man kann ihn trotzdem noch angreifen, okay. Kann ich den auch, warte mal. Kinästhetik ist ein effektives Lernmittel. Warte. Ich kann einfrieren, an mir ranziehen, okay. Okay. Sorry für das Theater hier. Achso, das war allerdings okay. War schon durch, die Nummer, ja? Okay. Verkaufen kann ich ja, glaube ich, nur in Hogsmeade, ne? Düsen wir da mal rüber. Verkaufen wir mal ein paar Teile. Also distanziere ich mich von, aber ich meine ein paar Ausrüstungsteile. Oh, warte mal ganz kleinen Augenblick. Moment.
Hallo. Hallo. Sie sind also auf der Suche nach Tränken, ja? Nein, ich will verkaufen. Du kannst aber auch die besonderen Sachen nicht weg, ne? Das ist aber ganz gut. Den verkaufen wir. Den auch. Den. Und den. Moment, ich muss ganz kurz. Ich hoffe, ja, ein bisschen was los geworden. Bisschen was los geworden. Haben wir hier irgendwo noch eine Flamme, die war. Der alte Narr. Können wir ja mal hingehen. Aber eine Flamme haben wir hier nicht mehr, ne? Die wir noch aktivieren könnten. Scheiß auf die Katze. Wenn ich Jesus, ich mache Muschel streicheln hier. Wir gucken uns das da oben mal an. Ups. Lumos. Hübsch. Okay. Da haben wir was gefunden. Direkt schon wieder. Plunder. Ja, den kann er auch einbehalten. Das ist ganz gut. Die sehen eigentlich ganz hübsch aus. Hier ist nichts. Hier wird man wahrscheinlich irgendwas melken können. Stimmung! Da draußen? Stimmung, ey! Sorry, ich wollte ihn nicht anzünden. Okay, warte mal. Leviose. Grazie. Wie kriege ich das Ding jetzt da rein? Oh, ich wollte nicht so laut sein. Kurz AFK, Licht anmachen. Okay. Metallia, mein Lieber, einen wunderschönen guten Abend und vielen lieben Dank für deinen Raid mit 5 wunderschönen Menschen. Danke, danke, danke. So wieder da. Eggie.
Und vielen lieben Dank für deinen 20. Monat, Metallion. 20 Monate schon. Danke, 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 danke. Auch schon bald Zweijähriges. Okay, ich weiß jetzt nicht, wüsste ich jetzt nicht, wie ich den da...